Die alten politischen Stile sind nicht so leicht zu verändern. In diesem Sinn müssen die EU-Politiker mutiger handeln, sich also nicht nur auf das, was diese Woche oder Monat passiert oder was passieren könnte, zu konzentrieren und Augenblickpolitik zu machen. Vielmehr ist es wichtig, langfristig über die Zukunft nachzudenken und visionäre Veränderungen zu überlegen. Ich sehe leider derzeit bei vielen EU-Politikern oder in EU-Ländern so eine ernste Veränderung. Wir dürfen das, was da in der Türkei in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, ein Gewaltexzess, muss man schon sagen, in Richtung vor allem der HDP, also der kurdisch-liberal-linken Partei, deren Wahlkampflokale, deren Kandidatinnen und Kandidaten, da hat es über Dutzende Wahllokale Attacken gegeben. Und auch gegenüber den Medien. Ja, das dürfen wir nicht einfach geschehen lassen. Aber die europäischen Politiker schweigen, allen voran Deutschland. Einige sind sogar der Meinung, die Menschenrechte seien derzeit nicht so wichtig.